Heute machen wir eine Podcast-Aufnahme. Genau, und zwar Podcast mit Video heute. Genau. Das heißt, aufgezeichnet wird es mit dem Laptop. Da sind die Mikrofone. Ich baue jetzt noch hier diese beiden Kameras auf, die dann auf den Erzählenden zeigen. Eine kleine Lampe brauchen wir noch, damit es ein bisschen schicker aussieht. Ja, und das wird das Setup für heute. Ich zeige es euch gleich nochmal in Action und dann könnt ihr euch das ja nochmal angucken. Elke, willst du auch noch was sagen? Ja, wir nehmen heute Podcast auf. Und nicht Ulrich und ich, sondern ich mit einer Firma. Genau. Ist eigentlich wieder mit der Frise los? Naja. Ah, wie immer, schwierig. Heute geht es zum Galaabend von einem deutschen Immobilienkonzern nach Hannover. Und da kann ich natürlich nicht im Kapuzenpulli hinfahren. Wie ich auf so einer Veranstaltung auftauche, das zeige ich euch jetzt mal. Eine schwarze Jeans oder ein dunkelblaue, das geht immer so je nach Lust und Laune, wie es passt. Dann habe ich immer so ein weißes Winter-T-Shirt für mein Hemd. Dann nehme ich mal die von Schießer. Quatsch, Olymp, weil die passen ziemlich gut. Ich könnte ja nebenbei noch mal eine Story machen. Tu mal schnell mein Handy. Eine schwarze Klamotte, die geht immer. Eigentlich nehme ich dafür immer die Handy-App. Aber ich habe das tatsächlich jetzt schon so oft gemacht, dass ich es manchmal so hinkomme. Ich nehme da immer den Four-in-Hand-Knoten. Er sitzt ein bisschen schief, sieht nicht so ganz so steif aus wie diese ganz klassischen Krawattenknoten. Und ich glaube, mir gefällt er auf jeden Fall. Ja. Das sieht gut aus. Darüber trage ich meistens eine Weste, weil ich finde, eine Weste sieht man fast immer gut aus. Und da es auf solchen Feiern ja sowieso meistens ein bisschen wärmer ist, also in Seelen oder abends auf Hochzeiten, ist das mit der Weste eigentlich immer eine ganz gute Lösung. Was ich allerdings nochmal machen könnte, wäre 1-2 Kilo abnehmen. Das könnte nicht schaden. Ärmel machen wir erstmal zu, nachher, wenn es warm wird, kann ich es immer noch hochschlagen. So, jetzt noch ein bisschen was in die Haare. Ich habe die gute Murray's Pomade. Die mag ich eigentlich im Moment ziemlich gerne. Die ist nicht so knüppelhart. Und hält die Haare schön in Form. Jetzt brauche ich natürlich noch was an die Füße und da sind die guten Vans, finde ich, immer ein sehr guter Kompromiss, weil die sehen ziemlich gut aus. Obwohl, die könnten jetzt mal durch neue ersetzt werden. Ich habe auch schon welche stehen. Also sie sind bequem, weil man den ganzen Abend drin rumlaufen kann. In der Kirche sind sie schön leise und sie sehen einfach verdammt gut aus. Dazu jetzt noch ein hübscher Mantel und der Galaabend kann kommen. Ich mache mich auf den Weg nach Hannover. Ich
Ich bin heute in Hannover gelandet, ganz spontan, habe vorgestern irgendwie eine E-Mail bekommen, ob ich heute den Galaabend der DFK fotografieren kann. Und da ich für die schon mal die Weihnachtsfeier und letztes Jahr auch schon hier war beim Galaabend und das sogar wirklich gepasst hat heute Abend, bin ich natürlich gleich losgefahren, weil das ist irgendwie immer eine coole Truppe mit spannenden Leuten hier und die stellen richtig was auf die Beine. Genau, jetzt sind nämlich alle am Essen, ich habe kurz Pause und dann geht's gleich weiter hier. Genau, das Ganze ist im Maritim Hotel in Hannover am Flughafen und das Ding macht echt schon was her. Das ist ein cooles Hotel, echt klasse aus. Nur leider, ich habe keinen Platz mehr im Parkhaus bekommen. Mal gut, dass ich früh genug losgefahren bin. Ich musste nämlich dann in ein Flughafen-Parkhaus, weil das Hotel-eigene leider schon voll war. Und das war letztes Jahr so schön einfach. Okay, ich guck mal, was mich das nachher kostet, der Spaß. Morgen, heute bin ich wieder bei MTM und zwar gibt es heute eine TÜV-Prüfung von einem ziemlich großen Teil, was erstellt wurde und die soll ich mir mal angucken. Ich bin schon gespannt, was da gemacht wird. Ich kann mir da nämlich noch mal so gar nichts drunter vorstellen, aber ich werde es gleich sehen. Hier läuft gerade die TÜV-Prüfung, eigentlich ein ganz spannendes Ding mit zwei verschiedenen Farben, Magneten, UV-Licht. Ist echt spannend. Und zwar werden hier die Schweißnähte überprüft, ob die auch später die Belastung aushalten. Und ich bin durch. Bist du durch? Ja. Ich bin heute in Göttingen, in der Kiebis. Das ist die Kontaktinformations- und Beratungsstelle für den Selbsthilfebereich. Für die mache ich schon seit über einem Jahr schon ein bisschen Social-Media-Hilfe und heute nehmen wir eine neue Podcast-Folge auf. Ja. Hallo. Hi. Hallo, ach, dann seid ihr schon da. Ihr kennt euch, ne? Genau. Und im Moment bin ich eben durchaus noch bei der Freien Alten Arbeit ehrenamtlich tätig. Mache mit bei Zeit für ein Gespräch oder bei der mobilen Wohnberatung oder wenn irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen sind, Informationsstände oder solche Dinge. Das mache ich sehr gerne.